Hey meine Lieben, schön, dass ihr mit dabei sein wollt bei einer weiteren spannenden Folge der Elder Scrolls auf Skyrim. Ja, in der letzten Folge ist ja die liebe Serana in die Dämmerwacht gekommen. Ganz gefährlich für sie, weil sie ja ein Vampir ist. Gut, wir haben jetzt die Aufgabe, einen Mottenpriester zu finden, weil der kann die Schriftrolle der Alten lesen, die die gute Serana auf dem Rücken hat. So, das machen wir jetzt natürlich weiter. Ich hoffe, ich breche mir jetzt nicht das Genick. Oh, ich kann einfach nicht hier runterspringen. Gut. Wartet mal, ich teste mal. Mehr sterben kann ich ja nicht. Ja, okay, Schaden kriege ich trotzdem. Ja, aber anscheinend ist Arenea gestorben, aber ich weiß nicht mehr wo. Wenn jemand es bemerkt hat irgendwie, wäre ich ihm sehr dankbar, wenn er das in die Kommentare schreiben würde, wo ist sie, wo ihr Leichnam liegt. Das wäre sehr nett und sehr schön. So. Ich habe aber gemerkt, ich bin wieder schwer am Tragen. Ich würde jetzt aber am liebsten erstmal nach, ja, Rifthorn reisen, weil da habe ich ja auch noch eine Hütte. Und da möchte ich kurz mein Zeug ablegen. Und da müssen wir ja einfach nur nach rechts gehen hier und schon sind wir bei unserem Zuhause. Nicht Honigheim. Und dann räumen wir mal ganz. Was haben wir hier reingetan? Waffen und so weiter natürlich. Okay. Dann schauen wir mal. Eben Erzbogen. Den würde ich gerade der Serana geben. So, Zwergenfall, Zwergenbolzen. Behalte ich beides. Geschwollenfall, bitte. Wenn dann schon Zwergenfall. Die Kleidung aber da auch irgendetwas. Würde ich jetzt auch erstmal behalten wollen, weil ich mir nicht sicher bin, welche Rüstung für Serana am geeignetsten ist. Da kann ich sie ja gleich mal fragen. Hey Serana! Oh, was gibt es? Ich möchte mit dir Dinge tauschen, am besten deinen BH. Was? Nun gut, dann lass mal sehen, was ihr da habt. Sie hat nur ein Elfentuch, aber keine Klamotten wirklich. Okay, dann müssen wir uns jetzt aussuchen zwischen der Orkischen und der Silber. Die hat 122 und die hat 124. Ich glaube, die Serana kann keine wirklichen Waffen ausrüsten oder sowas, oder? Okay, anscheinend ja nicht. Dieser Ort jagt mir einen leichten Schauder ein. Echt? Das ist mein Zuhause. Was hast du gegen mein Zuhause, Vibe? So aufgeräumt wirst du nie ein Haus sehen. Das ist wirklich aufgeräumt. Alles mal reinstopfen. Den Skelettschlüssel behalte ich schön. So, was haben wir an Bücher? Ich schmeiß jetzt alles. Das ist jetzt so die Krimsch-Kramsch-Kiste, ja? Sonstiges haben wir schon alles durch. Schriftrollen, ja, komm. Haben wir auch rein essen. Haben wir hier auch rein. Und Zutaten müsste ich ja sowas wie ein Alchemiebereich hier haben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Muss ich noch schauen, ob ich hier irgendwie einen Behälter finde, wo ich das Ganze reinstopfen kann. Und meines Wissensstandes, ich habe ja mal einen Kommentar gehabt, wo geheißen hat, warum ich der
Arrhenea die Rüstung gegeben habe, weil es ja eine der besten Rüstungen ist, die Ebenerzrüstung. Das stimmt nicht ganz. Am Schluss, sagen wir so, sie ist eine von guten Rüstungen, aber die Drachenknochenrüstung, die ich anhabe, oder die Detra-Rüstung, die man noch machen kann, gehören zu den allerstärksten Rüstungen von Skyrim. Ich sag ja, die Zutaten hauen uns wieder das ganze Gewicht drauf. Was ist mit Tränken? Ja, kann man mitnehmen. Elixier der Frostessenz, Eisgeistessenz. Weg damit. Das Frostgift, ganz ehrlich. Das bringt nicht so sonderlich viel. Einfach mal kurz durchschauen. So, das war es jetzt eigentlich schon mit den Ausleeren. So, und jetzt machen wir uns natürlich auf den Weg. Langes Leben. Ja, ja, langes Leben dir auch. Geh lieber jetzt das Haus und bewach es bitte. Danke. So, wo müssen wir denn ungefähr hin? Akademie der Winterfeste, da war ich ja schon mal. Ich nehme jetzt nicht die Winterfest-Akademie Quest-Reihe, sondern ich mache jetzt einfach mal das Duangard DLC. Meine Worte waren recht eindeutig. Ihr mögt es gewohnt. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Dann wieder darauf. Wir müssen wahrscheinlich jetzt wieder zu den Bücherfuzzi. Uns fehlt aber auch noch immer noch ein Blut. Auch wenn das jetzt nicht ganz zur Duangard DLC gehört. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Ein Mottenpriester. Wozu beim Reich des Vergessens braucht ihr denn einen Mottenpriester? Die Sache geht nur mich etwas an. Sagt mir einfach, was ich wissen muss. Schon gut, ihr müsst ja nicht gleich aus den Galoschen kippen. Die offensichtliche Antwort lautet, geht in die Kaiserstadt. Die Mottenpriester sind im Weißgoldturm zu Hause. Manchmal sind sie unterwegs, um nach einer Schriftrolle der Alten zu suchen. Euer Glück, dass momentan ein Mottenpriester genau deswegen Himmelsrand durchstreift. Er hielt an, um Nachforschungen in der Bibliothek anzustellen, bevor er nach Drachenbrügge aufbrach. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn womöglich noch. Dankeschön für die Auskunft, mein Freund. Das müssen wir halt wieder erstmal rausfinden, weil es hier ziemlich verwinkelt ist. Ja gut. Rausgefunden haben wir schnell. So, Drachenbrücke ist einer unterwegs. Oh, da ganz nach hinten. Ja, möchte ich schnell reißen. Bin gespannt, wie es wie der Mottenpriester ausschaut. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja gut, die Frage ist, wie sieht so ein Mottenpriester aus? Ist der vielleicht in der Wirtschaft, dass sich in der Wirtschaft untergestellt? Ich kann es kaum erwarten, einen dieser Rebellen kalt zu machen. Oh, oh, was, was? Feindliche Vampire. Feigling. Hab dich erwischt, ha? Ja, das passiert, dass einfach so abdringliche Vampire hier einfach meinen, sie können hier den großen Chef raushängen lassen. So,
Das wird es jetzt öfters geben, weil wir uns ja Serenas Vater zum Feind gemacht haben. So, jetzt kann ich wieder mit dem nochmal reden. Dieses Warten. An der Straße nach Bürgers südwärts. Okay. Draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Ich bin auch kein Vampir, Serena. Okay, da liegt die Ul da einfach auf dem Boden. Einfach mal der Drachenbrücke südlich. Mal schauen, ob wir da jemanden finden. Au! Untersuche den Schauplatz des Angriffes. Der wurde anscheinend angegriffen. Und jetzt ist der Mottenpriester tot. Okay. Ein Vampir. Vampirnotiz. Also haben die Vampire ihn verschleppt. Vampirnotiz. Ich habe meine Order für euch. Bereitet einen Überfall gleich südlich von Drachenbrücke vor. Bringt den Mottenpriester zum Ahnenversteck und haltet ihn dort fest, bis ich seinen Willen brechen kann. Malkus. Sonst ist aber nichts auf der Ding gewesen, oder? Nee. Ja, die Blutspur einfach mal folgen. Also der Blutspur folgen. Da ist noch ein Wagen angehalten worden. Verdächtig. Ich speichere mal ab, weil ich kann mich zwar heilen lassen, aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich mich jetzt schon mit den... Oder habe ich mich vielleicht schon... Kann ja sein, dass ich während des Angriffs ich mich schon angesteckt habe. Nö. Ich gehe gleich dahin. Okay, das sind Fallen mehr Pfeile. Was haben wir hier so? Gold, Heiltrank, das hier. Ja, das Buch nehme ich jetzt nicht unbedingt mit. Ach, hier ist nichts mehr. Hier liegt noch eine Leiche. Ja, das Leder ist weg. Oh je, hoffentlich ist das keine Fallmeer-Höhle. Schauen wir mal, wir müssen den auf jeden Fall retten. Sonst haben wir ein Problem. Da ist auch noch Blut an der Säule. So, nochmal abspeichern und reingehen. Ah ja, ich müsste meine Armbrust müsste ich auch nochmal aufladen. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Die stechende Biene. So, dann schauen wir mal. Dann retten wir mal den Mottenpriester, hm? Okay, da hinten wird er wahrscheinlich festgehalten. Da ist ein Vampirhund.
Alter, wieso treffe ich damit nicht? Ist das dein Ernst? Und erledigt. Und der Hund ist auch erledigt. Ich hoffe mal, es waren nur zwei. So. Aber die haben nie was Nützliches dabei. Dieses Halsband ist zwar 50 wert, aber unnötiger Ballast. Ich kann mir vorstellen, dass von den Gargoyles hier auch irgendeiner lebendig wird. Definitiv. Einem Vampirdiener hier gehalten oder was? Ist jetzt aber schon ein bisschen Wache Leistung. Hier hätte ich super eine Wache aufgestellt, also zwei Vampire mindestens. Ist da jemand? Woher seid ihr gekommen? Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Wird euch eine Lehre sein. Ja, haben wir noch einen zweiten gehabt? Je mehr ihr mich bekämpft, umso mehr. Ist da jemand? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Markus ist schon mal tot. Sein. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob ich angesteckt wurde, weil der eine hat mich angeritzt. Immer noch nicht. Ja, wahrscheinlich bin ich immun gegen Vampirismus, wenn ich ein Werwolf bin. Vielleicht. Wieso hat ein Vampir eine Silberkette am Hals? Ist das nicht für die gefährlich? Mal hier die fette Truhe plündern. Steiger die 35%. Ja, ich nutze keine Schilder. Dann muss man da rauf und das da oben einsetzen. Dass er befreit ist. Hey! So greift er denn mich an? Ihr habt nicht gegen mich gekämpft. Ich konnte alles mit meinen eigenen Augen sehen, aber ich war nicht Herr meiner selbst. Vielen Dank, dass ihr den Bann des elenden Vampirs gebrochen habt. Ich stehe für die rechtzeitige Rettung in eurer Schuld. Geht es euch gut? Es geht mir gut, dank euch.
Ich heiße Dexion Evicus und bin ein Mottenpriester des Weißgoldturms. Diese Vampire behaupteten, ich könnte ihnen nützlich sein. Aber mehr sagten sie nicht. Vermutlich hoffen die Dummköpfe auf ein Lösegeld. Ich weiß, warum sie euch, gebraucht haben. Denn wir brauchen euch aus dem gleichen Grund. Tatsächlich? Nun gut, genug Geheimnisse. Wir sind die Dämmerwacht und ihr müsst eine Schrift der Alten für uns lesen. Ihr habt eine Schriftrolle der Alten? Bemerkenswert. Falls mich mein Geschichtswissen nicht im Stich lässt, meine ich mich zu erinnern, dass die Dämmerwacht ein uralter Orden von Vampirjägern war. Ich helfe euch gerne mit der Schriftrolle der Alten. Sagt mir einfach, wohin ich gehen soll. Ihr könnt uns in Fest und Dämmerwacht finden, nahe Zenders Stern. Nun gut, ich werde mich beeilen, bevor noch mehr dieser Vampire auftauchen. Ja, kriech vor dich hin. Nee, das wollte ich nicht. Wir machen das mal so. Das ist jetzt mal ein Screenshot gewesen, Freunde, für das Thumbnail. So, ich habe doch hier irgendwie für die rechtzeitige Rettung in eurer Schuld. So, und das. Ja, da fällt der zu Staub. Okay, Freunde, das war's dann mal für diese Folge. Oben kommt ihr zu einem anderen Let's Play, nämlich Two Words. Auch ein ähnliches MMORPG, also RPG, Wildschirm, Abenteuer, Actionspiel, was auch immer. Ein sehr geiles sogar. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und dann sage ich mal, bis demnächst bei Skyrim.